Die CIA ist eine vom Staat gesponserte terroristische Vereinigung. Menschen sind für sie bloß Figuren auf einem Schachbrett. Niemand weiß genau, was die CIA macht. Die Organisation hat komplett freie Hand und sehr viel Geld. Ich bin vielleicht naiv, aber ich sehe das Problem nicht. Die CIA ist vor allem eine Organisation, die verdeckte Operationen betreibt. Die CIA war während ihrer gesamten Geschichte immer auch für Ermordungen und Folter verantwortlich. Die Regierung wusste nicht, dass ich für sie arbeitete. Ich durfte meiner Mutter nichts sagen. Meine Kinder wussten nichts. Meine Frau wusste nichts. Wer waren diese Agenten? Und was hatten sie in Guatemala und im Iran zu suchen? Wie kamen durchschnittliche, patriotische Mittelklasse-Amerikaner dazu, in ausländische Regierungsumstürze verwickelt zu werden? Was machten sie in Ecuador und Vietnam, wo die CIA foltern und morden ließ? In diesem Film sprechen ehemalige CIA-Agenten über ihre Vergangenheit. Ich war so enttäuscht von meinem Land. Ich wollte meinem Land wirklich dienen, aber wir befanden uns so oft im Unrecht. Ich habe einen Teil meiner Bürgerrechte verloren und ich habe mir viele Feinde gemacht. CIA-Agenten, die so wie ich die Organisation verlassen haben und ihre Geschichte erzählen, gehen durch einen schmerzvollen Prozess. Aber ich denke, dass sie, so wie ich, für eine höhere Gerechtigkeit arbeiten. Sie gehen nicht einfach und schweigen, sondern lassen ihr Gewissen sprechen. Wir wissen, dass wir etwas Schreckliches getan haben und wir wollen, dass das in Zukunft nicht mehr passiert. Ich habe 4 Jahre im Footballteam der Universität von Notre Dame gespielt und wir waren damals unbesiegbar. Ich wollte dann in eine Mannschaft der überregionalen Liga aufgenommen werden, aber dort hat man mich abgelehnt. Dann hat mich die CIA angeworben. Ich habe mich gefragt, wieso sie gerade auf mich kamen. Aber als ich dann das erste Mal nach Washington kam, fand ich heraus, dass die meisten in meiner Gruppe Footballspieler waren, die den Aufstieg in die überregionale Liga nicht geschafft hatten. Ich ging dann zu einem Jobinterview. Der Mann, der das Interview führte, stellte sich nicht einmal vor und sagte auch nicht, für wen er arbeitete. Er sagte nur, dass meine zukünftige Tätigkeit etwas mit dem Kampf gegen den Kommunismus zu tun hätte. 800 million people, one third of mankind, exist under communist tyranny without the God-given rights of freedom and human dignity. 1952 war ein besonderes Jahr im Kampf gegen den Kommunismus und ich wollte auch meinen Teil leisten. Ich wollte mit dabei sein. Ich glaube, meine schlimmste Aufgabe war Operation Phoenix in Vietnam. Es handelte sich um ein landesweites Tötungsprogramm und ich machte mit. Dieses Programm ging komplett von der CIA aus. Wir warben Leute dafür an, die dann ausgeschickt wurden, um Vietcong zu fangen und umzubringen. Wir hatten leichtes Spiel, denn die meisten Vietnamesen unterstützten die andere Seite. Später kam ich dann drauf, dass wir ja die Eindringlinge waren und die Vietnamesen sich nur dagegen wehrten. The other side, and we were the intruders, and the Vietnamese were fighting for their own liberation from foreign domination. Ich bin eigentlich ursprünglich nach Vietnam gekommen, um das Land vor dem Kommunismus und für die Demokratie zu retten. Als ich dann Fotos von Kindern sah, die von Bomben und Napalm entstellt und verbrannt waren, war das für mich traumatisch. Monatelang dachte ich an Selbstmord als den einzigen Ausweg. Ich habe diese Phase schließlich überwunden.
was never. I finally got over that. Ich kam dann zu dem Schluss, dass ich mein Wissen dem amerikanischen Volk zugänglich machen sollte, sodass es nicht mehr zu einem zweiten Vietnam und zu weiteren Misshandlungen kommen würde. Seit damals habe ich es mir zur Lebensaufgabe gemacht, die Geheimnisse der CIA nach außen zu tragen. Since that time I've dedicated my life to exposing the agency. The CIA called him an analyst with few peers. Ralph McGee tritt heute in den Vereinigten Staaten bei verschiedenen Veranstaltungen auf, die es zum Ziel haben, die Arbeit der CIA transparenter zu machen. Der ehemalige Agent hat auch ein Buch über seine Geheimdiensterfahrung geschrieben, das den Titel »Die sanfte Krankheit« trägt. Ich folge einem Weg, der, glaube ich, richtig ist. Einerseits bin ich deswegen zufrieden, andererseits ist mir bewusst, dass ganz egal, wie viel Kritik an der CIA geleistet wird, ganz egal, wie viele Schwächen der Organisation aufgedeckt werden, die CIA stark ist wie eh und je. Aber ich weiß, dass das alles die Amerikaner eines Tages aufrütteln wird. Und dann wird es eine breite Front gegen die CIA geben. Awareness of the American people, and at that time there will be an attack on the CIA. Ich hielt mich damals für einen guten Agenten. Man hat mir den Namen eines Studenten oder Professors gegeben und ich begann dann Kontakt zu dieser Person aufzunehmen. Ich sollte sie dazu bringen, sich zu Vietnam und dem amerikanischen Einsatz in Südostasien zu äußern. Ich unterwanderte Studentengruppen, um Propagandamaterial zu sammeln, den Zeitpunkt für Protestaktionen herauszufinden oder auch nur am Poster heranzukommen. Ich war sozusagen der freundliche Spion vom Campus. Der Reiz bestand am Anfang für mich darin, dass man mir gesagt hatte, dass ich etwas Besonderes wäre. Ich fühlte mich in meinem Patriotismus, meinem Ego und auch in meiner Männlichkeit bestärkt. Ich stand damals vor dem Abschluss meines Studiums zum Raumfahrtsingenieur. Unsere Nation befand sich in Vietnam in einer schwierigen Lage und ich fragte mich, was ich tun sollte. There were anti-war demonstrations on college campuses and in cities from Los Angeles to Washington. Draft card burnings became common, and the chant of "Hell no, we won't go" was the theme of the protest generation. Die CIA tauchte damals am Universitätscampus auf und begann die größte illegale Operation der amerikanischen Geschichte, Chaos genannt. Das FBI und sein Chef Hoover glaubten, dass die Anti-Vietnam-Demonstrationen vom Ausland gesteuert wären. Präsident Lyndon Johnson wollte das nicht glauben und wandte sich an die CIA. Sie begann eine verdeckte Operation und ich spionierte für sie an der University of Iowa. Iowa State University. The opportunities are here. Ich habe Akten über Studenten angelegt, auch wenn es die CIA von mir gar nicht gefordert hat. Ich habe da zum Beispiel diese junge Studentin getroffen, mit der ich unbedingt ausgehen wollte, aber sie wollte nicht. Also legte ich eine Akte über sie an. Das passierte kurz vor dem Abschluss meines Studiums. Dann dachte ich, dass meine Verpflichtungen der CIA gegenüber enden würden. Ich wollte dann für McDonnell Douglas in St. Louis arbeiten, aber es kam anders und ich landete in Kanada. But it didn't work out that way, and eventually I was assigned to Canada, posing as a. Ich gab mich in Kanada als Vietnamkriegsgegner aus. Die CIA wusste, dass Fidel Castro in ganz Kuba kleine Dämme und Wasserreservoirs errichten hatte lassen, da er zweimal im Jahr anbauen und ernten lassen wollte. Er brauchte jemanden, der die Wolken zum Regnen bringen konnte, sodass es genug Regenwasser zum Speichern gab. Ich war für so etwas der Experte, denn ich wusste als Raumfahrtsingenieur, wie man Raketengeschosse baut. Den Kubanern wurde mein getürkter Lebenslauf untergeschoben. Nur so hatte ich eine Chance, als Amerikaner in Kuba einreisen zu dürfen. Nach der Kuba-Krise im Oktober 1962 hatte Kennedy versprochen, dass er die Insel nicht besetzen würde. Khrushchev sollte als Folge dann seine ballistischen Raketen zurückziehen. Die Amerikaner versuchten aber Castro weiterhin von innen zu stürzen. Die CIA machte das Leben für den durchschnittlichen Kubaner sehr schwierig. Wir sorgten zum Beispiel für Sabotageakte in der Wirtschaft und versuchten, die Revolution in Misskredit zu bringen.
Wir versuchten auch die Menge der Lebensmittel zu kontrollieren, die in Havanna an die Bevölkerung verteilt wurde. Wir stachen zum Beispiel die Reifen eines Lastwagens durch, der Tomaten geladen hatte. Oder wir sorgten dafür, dass Lastwagen voller Zwiebel, frischem Obst oder Fleisch auf ihrem Weg in die Stadt entweder gestohlen oder ihre Ladung verseucht wurde. To become putrid or be stolen or contaminated on the way into town, we would do that. And I remember one particular instance. Ich erinnere mich an einen ganz bestimmten Vorfall, wo eine neue Volksschule ihren wöchentlichen Nachschub Frischmilch erhalten sollte. Wir haben dann den Fahrer des Lieferwagens bestochen, sodass er für sein Frühstück ein bisschen länger brauchte. Und dann haben wir Zementpulver in die Milchflaschen geschüttet. So we could put cement powder into the milk. Wir haben also sogar Schulkindern den Krieg erklärt. Das sollte nicht die Politik der Vereinigten Staaten sein. Man gewinnt so keine Freunde, wenn man Schulkinder und unschuldige Zivilisten bekriegt. Das war ein großer Fehler der Regierung. Das Ziel der CIA war, die Frustration innerhalb Kubas so weit zu steigern, dass es zu einem Aufstand gegen Fidel Castro kommen würde. A point where there would be a civil revolution within Cuba to bring him down. Ich hatte eigentlich von Anfang an Bedenken gegen meine Aufgabe in Kuba. Es machte mir keinen Spaß, anderen Menschen Schaden zuzufügen. Ich kannte die Kubaner damals nicht sehr gut und redete mir ein, dass das alles im Interesse meines Landes geschehen müsse. Aber als ich dann die Kubaner immer besser kennenlernte und auch eine Kubanerin heiratete, hat sich meine Haltung sehr schnell verändert. Am meisten gefürchtet habe ich mich, als die Castro-Gegner, die wir in Kuba angeheuert hatten, zu meinem Haus kamen und mir mitteilten, dass sie die Nase voll hätten. Ich wurde dann verhaftet und wegen Spionagetätigkeit angeklagt. Ich stand später auch vor einem Erschießungskommando. Obwohl ich in meiner Ausbildung gelernt hatte, dass man nur verhaftet und verurteilt werden und für eine Weile im Gefängnis verschwinden kann, bis es zu einem Gefangenenaustausch kommt. Also, obwohl ich das alles wusste, zitterten meine Knie und versagte meine Blase, als ich in die Gewehrläufe schaute. Wir hatten damals nicht einmal eine diplomatische Vertretung in Kuba. Das war alles sehr furchterregend. Your knees tremble and you lose bladder control. Very scary. The hindsight is something. Im Nachhinein sind wir ja alle viel klüger. Ich wünschte nur, ich hätte das alles vorher gewusst. Wenn ich heute noch einmal von vorne anfangen könnte, dann müsste ich in das Jahr 1965 zurückgehen und meine Anwerbung durch die CIA ablehnen. Dafür hätte ich dann eben Wehrdienst geleistet. Ich hätte dann auch meine Karriere als Raumfahrtsingenieur weiterverfolgen können. Es wäre ein besseres Leben gewesen. Und ich hätte heute nicht diese Erinnerungen an das, was ich anderen Menschen in fremden Ländern angetan habe. Und das alles auch noch im Namen der Vereinigten Staaten. And all of it in the name of the United States and under its flag. Viele Jahre lang habe ich nicht einmal meinen Freunden erzählt, dass ich für die CIA arbeitete. Es war mir peinlich, obwohl es mein Leben spannend machte. Meine Vergangenheit ist wie ein Schatten, der sich über mein Leben legt. Immer noch, wenn ich etwas gegen die CIA sage, überprüfe ich, ob mir jemand folgt. Ich habe nie im Entferntesten daran gedacht, zur CIA zu gehen. Ich hätte mir nie Chancen ausgerechnet, da sie als Eliteorganisation galt. Sie nahmen vor allem Leute von Eliteuniversitäten und ich kam gerade aus der Highschool und arbeitete für die Kriegsveteranenorganisation. Eines Tages kam ein Mann, um meine Schreibmaschine zu reparieren. Und er sagte zu mir, dass ich einen besseren Arbeitsplatz verdient hätte. Ich wurde dann sehr ausführlich getestet. Ich war in einer Gruppe und 3 Wochen lang mussten wir jeden Tag Tests bestehen. Sie testen deinen Intelligenzquotienten, deine Persönlichkeit. Und was mich am meisten störte, ich musste mich einem Lügendetektortest unterziehen.
Sie wollten von mir zum Beispiel wissen, ob ich noch Jungfrau wäre. Ich war 18 und dachte, was geht die das an? Es war mir peinlich, ihnen die Frage mit Ja zu beantworten. Nicht viele meiner Freundinnen waren noch Jungfrauen. Ich war sehr streng erzogen worden. And I was rather embarrassed to tell them that I was. Because I don't think any of my girlfriends were. I was raised very strict. There were very few women at CIA who Die meisten Frauen in der CIA arbeiteten als Sekretärinnen. Weiße Männer gaben den Ton an. Es war alles sehr sexistisch. Ich habe mehrmals gefragt, warum es in der Organisation keine Schwarzen und Schwulen gäbe. Damals hat man warme Brüder zu ihnen gesagt. Die Antwort war, dass Homosexuelle ein Sicherheitsrisiko wären, weil man sie leicht erpressen könnte. And they said, because homosexuals could not be cleared because they could be blackmailed. Sie sagten auch, man könne keine Schwarzen beschäftigen, weil sie einfach zu primitiv wären. Sie wären einfach nicht intelligent genug und hätten nicht den kulturellen Hintergrund der Weißen. Ich habe das damals so akzeptiert, weil fast alle so dachten. Aber wenn ich heute daran denke, dann schockiert es mich, dass die Schwarzen einfach keine Jobs gegeben haben. Ich wurde dann der Abhörabteilung als Sekretärin zugeteilt. Dort saßen die Experten für Abhöranlagen, Wanzen und solche Dinge. Ich beschaffte den Agenten im Außendienst auch häufig Dokumente und Papiere. Manchmal musste ich schnell ins State Department, um einen Pass abzuholen. Wenn das nicht schnell genug ging, dann ging ich in unsere Grafikabteilung und der Pass wurde einfach gefälscht. Passports. And sometimes if we couldn't get the passports in time, then I'd have to go over to Graphic Arts Reproduction Division so that they could forge one for them. Most of them were artists in there. In der Grafikabteilung saßen echte Künstler. Viele kamen aus Gefängnissen, wo sie als Fälscher einsaßen. Sie waren hervorragende Fälscher und konnten außer Geld auch viele andere Dinge herstellen. Das FBI hatte sie wegen ihrer Tätigkeit festgenommen. Und dann kam die CIA und hat sie wieder freigelassen. Ich arbeitete dann auch für den technischen Dienst, wo es darum ging, Informationen aufzutreiben, die, sagen wir mal, in normalen Bibliotheken nicht zugänglich waren. Zum Beispiel ging es darum herauszufinden, an welcher Stelle man Sprengstoff am besten deponiert, wenn man eine Brücke in die Luft sprengen will. Oder welchen Sprengstoff man auch unter Wasser einsetzen kann. Ich musste auch herausfinden, ob es ein Gift gab, das nicht nachweisbar war. Es sollte eines sein, das Symptome wie bei einem Herzanfall auslöste. Ich habe so ein Gift dann gefunden. Does this pistol fire the dart? Yes, it does, Mr. Chairman. And a special one was developed, which potentially would be able to enter the target without perception. Das Gift wurde in Form eines winzigen Pfeils gefroren, der mit sehr hoher Geschwindigkeit auf eine Person geschossen wurde. Der Giftpfeil würde sich dann im Körper auflösen und das Einzige, was als Spur überblieb, war ein kleiner roter Punkt auf der Haut. Es blieb keine Nadel oder so etwas im Körper. But also the toxin itself would not appear in the autopsy? Yes. So that there was no way of perceiving that the target was him. Ich begann das erste Mal, die Methoden der Organisation zu hinterfragen, als ich ein Dokument in die Hände bekam, das nur für die Augen meines Chefs bestimmt gewesen war. Nachdem ich immer seine Post öffnete, tat ich es auch mit diesem Brief. Es stand vertraulich darauf und das hat mich wahrscheinlich gereizt. Auf jeden Fall begann ich zu lesen. Es war der Bericht eines Einsatzes in Asien, wo sie irgendwo eine Brücke in die Luft gesprengt hatten. Sie hatten dabei Frauen und Kinder, die an diesem Morgen auf dem Weg zum Markt gewesen waren, mit in die Luft gesprengt. And they had killed a number of women and children who were on their way to market that morning. It was reported as der Bericht strotzte vor Zufriedenheit über den Erfolg der Mission. Und das ging mir gegen den Strich.
Als mein Boss kam, gab ich ihm das Dokument und ich erwähnte die Sache auch und sagte, dass ich das Ganze für einen Fehler hielte. Diese Frauen hatten nichts verbrochen und die Kinder hatten es nicht verdient zu sterben. Warum, so fragte ich, haben wir das getan? Er antwortete, dass das im Krieg ebenso passiere. Aber ich entgegnete, dass wir doch mit diesem Land gar nicht im Krieg wären. Er meinte, ich sei noch zu jung, um zu verstehen. Ich glaube, wir waren alle irgendwie auch süchtig nach der Gefahr und den Intrigen. Wir lebten ein Fantasieleben. Wir waren die Insider, die wussten. Es war sehr schwierig, das alles hinter sich zu lassen. Obwohl ich bereits wusste, dass dort nicht das Richtige passierte, es war nicht leicht zu gehen. Heute würde ich nicht mehr für eine Organisation wie die CIA arbeiten, es war einfach falsch. Aber zu Beginn fand ich es sehr aufregend. Ich wusste, dass ich nie mehr in meinem Leben einen Job finden würde, der so aufregend wäre. Während meiner Zeit in Ecuador hatte ich die verschiedensten Aufgaben. Ich war viel unterwegs und arbeitete mit der lokalen Polizei und dem militärischen Nachrichtendienst zusammen. Ich fälschte Dokumente, um Leute ins Gefängnis zu bringen. Wir waren ein Team, das Leuten folgte und sie überwachte. Wir hatten Abhöranlagen in kleinen Bussen installiert. Es war sehr aufregend. Mit 25 hatte ich ein ungeheures Machtgefühl. Das ist sehr verführerisch für einen so jungen Menschen. Ich fand meine Arbeit damals romantisch. Alles war geheim, man hielt sich viel in fremden Ländern auf und ich hatte sehr patriotische Gefühle für mein Land. Damals gab es noch den allgemeinen Wehrdienst und ich stand kurz vor der Einberufung. Die CIA hat mir dann vorgeschlagen, meinen Wehrdienst im Pentagon für ein geheimes Projekt abzuleisten. Ich würde den Offiziersrang erhalten und so weiter. Ich dachte, dass das interessanter wäre, als 2 Jahre lang als Rekrut Teller zu waschen und Kartoffeln zu schälen. Man hat mich dann nach Quito in Ecuador geschickt, wo ich 3 Jahre blieb. Poverty breeds anger and despair. Anger and despair are ingredients of violence, of lawlessness, of revolt. And our job was to squelch. Unsere Aufgabe war, das Überspringen der kubanischen Revolution auf Lateinamerika zu verhindern. Die kubanische Revolution hatte in Lateinamerika ein großes Echo ausgelöst. In fast jedem südamerikanischen Land gab es Leute, die es den Kubanern gleichtun wollten und den bewaffneten Kampf gewählt hatten. Sie wollten die Machtstrukturen in ihren Ländern verändern. Überall waren es einige wenige Familien, die das Land besaßen und reich waren. Der größte Teil der Bevölkerung war ausgegrenzt und zählte nicht. Here, as in so many other places on this troubled earth, can be seen the conditions that give rise to conflict, to riot and revolution. Here can be found the familiar challenges that threaten the future of us all. We are here. Ich arbeitete in einer schwierigen Periode in Uruguay. Die Studentengewerkschaft organisierte Protestmärsche. Es herrschte Belagerungszustand. Wir wollten die Demonstrationen stoppen, die unsere Politik in einem schlechten Licht erscheinen ließen. Ich ließ dann Oscar Brunaudi, einen der Führer der kommunistischen Partei, verhaften. Es handelte sich einfach um eine Vorbeugungsmaßnahme. Sonntagmorgen saß ich dann mit dem Polizeichef in seinem Büro und ich wusste, dass Brunaudi irgendwo in seiner Zelle saß. Der Polizeichef las ein Dokument, das ich verfasst hatte und das die Verantwortung für den Aufstand den Sowjets in die Schuhe schob, was natürlich nicht stimmte. Dann begann ich plötzlich, diese Geräusche zu vernehmen. Es handelte sich um ein tiefes Jammern und es wurde immer lauter.
Dem Polizeichef war das sichtlich peinlich, aber das Stöhnen wurde noch lauter. Es handelte sich um Brunaudi, den ich verhaften hatte lassen. Der Polizeichef sagte mir, dass einer der sadistischen Polizeioffiziere angeordnet hatte, Brunaudi zu foltern. Die Geräusche waren schrecklich. Ich werde das nie vergessen, dieses Stöhnen und Jammern und Schreien, das da durch die Mauern drang. Ich begann meine Arbeit zu hinterfragen. Die anfängliche Faszination, Insider und Teil einer geheimen Macht zu sein und Dinge zu wissen, die die Regierung geheim hielt, hatte sich in Luft aufgelöst. Als man mich nach Mexiko versetzte, hatte ich eigentlich schon genug Gründe, um zu gehen. Ich traf eine Amerikanerin, die in Mexiko schon seit vielen Jahren lebte. Es war im Oktober 1967. Bei einem gemeinsamen Abendessen begann sie sich schrecklich darüber aufzuregen, dass Che Guevara getötet worden wäre. Man hatte ihn gefangen genommen und hingerichtet. Stand alles in den Zeitungen. Sie war außer sich. Sie beschimpfte die CIA, die ihrer Meinung nach den größten Hoffnungsträger Lateinamerikas ermordet hatte. Sie war hingerissen von Che Guevara. Ich war verliebt in sie und sie auch in mich. Und ich wusste gar nicht, was ich nun tun sollte. Also, um es kurz zu machen, sie war der persönliche Auslöser dafür, dass ich die Organisation verließ. She was the personal factor which led me actually to say I'm quitting now. Niemand wusste bisher Details über die verdeckten Operationen, die die CIA von ihren Offizieren durchführen ließ. Phil Agee, der heute im südwestenglischen Cornwall lebt, war einer jener Offiziere. Sein Tagebuch, das soeben erschienen ist, beschreibt die CIA von innen. Er nennt jeden Agenten, den er jemals getroffen hat, beim Namen. Und er beschreibt die Arbeit der CIA bis ins kleinste Detail. Warum sollte ich sie schonen? Ich habe keine Angst vor ihnen. Es geht hier um einen Konflikt, der auf der ganzen Welt stattfindet. Die CIA unterstützt die Ausbeutung anderer Länder durch Amerika. Menschen hungern und sterben wegen dieses Systems. Folgendes ist dann passiert. Henry Kissinger hatte damals heimlich bei der britischen Regierung um eine Ausweisung gebeten. Ich musste also Großbritannien verlassen und ging nach Frankreich, wo man mich dann entführte und ebenfalls zwang, das Land sofort zu verlassen. Holland, Italien und Deutschland haben mich nicht hereingelassen. 2 Jahre lang wurde auf alle diese Regierungen Druck ausgeübt. Sie haben versucht, mich bei meiner Arbeit zu behindern, aber ich habe einfach durchgehalten und bin dann schließlich in Deutschland sesshaft geworden. In den letzten 8 oder 9 Jahren fahre ich auch wieder häufig in die Vereinigten Staaten. Ich war so ziemlich in jedem Winkel des Landes und habe in den letzten Jahren hunderte Versammlungen besucht und zahlreiche Vorträge an Universitäten gehalten. And I think I've been in practically every nook and cranny of the country at hundreds of meetings, political rallies and university lectures over these last 8 years. Für uns Kinder war die amerikanische Flagge noch etwas Wunderbares. Wenn es eine Parade gab und die Fahne wurde vorbeigetragen, dann haben wir unsere Kappen abgenommen, haben die Hände auf unsere Herzen gelegt und haben das auch wirklich so empfunden. Für uns war das ein Symbol für die Haltung der Vereinigten Staaten. Man brauchte das, um sich geeint zu fühlen. Damals litt ich genauso wie alle anderen unter der großen Wirtschaftsdepression. Ich vertrieb mir die Zeit mit Pistolenwettschießen. Und eines Tages trat ich auch gegen Männer der US-Marine an. Ich schlug sie alle. Der Kapitän der Mannschaft fragte mich daraufhin, ob ich jemals daran gedacht hätte, dem Marine Corps beizutreten. Ich sagte nein. Er meinte daraufhin, dass er dafür sorgen würde, dass ich die beste Ausbildung bekäme und der Mannschaft der Gewehr- und Pistolenschützen des Marine Corps angehören dürfte. Ich würde auch etwas bezahlt bekommen. I'll see that you're assigned to the Marine Corps Rifle and Pistol Team. Geez, you know, I'll be getting paid for shooting. Ich hatte ziemliche Angst. Wir gingen dann zum Oberkommandierenden des Marine Corps und der Mannschaftskapitän sagte, dieser junge Mann ist ein Meister im Zielschießen und wir würden ihn gerne in das Marine Corps aufnehmen. Der Oberkommandierende meinte dann, sie hätten noch nie einfach jemanden so von der Straße weg aufgenommen. Aber der Mannschaftskapitän insistierte und der Oberkommandierende kratzte sich kurz am Kopf und stimmte schließlich zu. Und so wurde ich Leutnant im Marine Corps. Das war ein ziemlicher Schock.
Ich war also während des Zweiten Weltkrieges Offizier im Marine Corps. Als ich wieder zu Hause war, klopfte eines Tages ein elegant gekleideter Herr in schickem Anzug und Hut an meine Tür. Er wollte sich nicht vorstellen und sagte mir, dass man mich für seine Organisation empfohlen hätte. Ich wollte wissen, um welche Organisation es sich handelte. Aber das durfte er mir nicht sagen. Ich fand das zwar alles ziemlich verrückt, aber ich bat ihn schließlich herein. Er sagte mir dann, dass ich in seine Organisation aufgenommen worden wäre und nach Zentralamerika fliegen sollte. Ich sagte, wie bitte nach Zentralamerika? Also, so passierte es. Ich wurde Mitglied und ging nach Zentralamerika. Man wollte dann von mir, dass ich eine Regierung in einem zentralamerikanischen Land stürzen sollte. Das kam mir dann schon ziemlich komisch vor und ich wollte wissen, um welche Regierung es sich handelte. Aber auch das wollte man mir nicht sagen. Nach langem Hin und Her sagte man mir schließlich, dass es sich um die Regierung von Guatemala handelte. Ich war einige Jahre zuvor als Mitglied der amerikanischen Olympiamannschaft in Guatemala gewesen. Und man hatte uns damals auch gebeten, mitzuhelfen, die panamerikanischen Spiele in Zentralamerika zu organisieren. Doves are released, living symbols of the peace and friendship among the 22 nations represented. Ich hatte Bekannte und Freunde dort und die CIA wollte plötzlich, dass ich meine Freunde bekämpfen sollte. Man hat mir dann erklärt, dass es um die Sicherheitsinteressen der Vereinigten Staaten ginge. Wenn sie damit anfangen, dann weiß man, dass etwas nicht stimmt. Die Vereinigten Staaten sind nämlich ohnehin so sicher. Niemand traut sich, uns wirklich etwas zu tun. Also ich stimmte schließlich doch zu. Ich organisierte dann eine Gruppe von oppositionellen Guatemalteken, bewaffnete und bildete sie aus. Dann haben wir sie losgeschickt, die Regierung zu stürzen. Fighting ends in Guatemala. These rebel troops, backed by air power, have compelled the ousting of Guatemala's pro-communist regime and have won a ceasefire from government forces. That red rule in Guatemala is over is grimly symbolized by the determination of the insurgents themselves and by this effigy of ex-president Arbenz who fled the country. The sign reads, "Go back to Russia." You know, there were some people. Der Propagandakrieg tobte an allen Fronten. Präsident Nixon ließ es sich nicht nehmen, bei einem Fernsehauftritt persönlich noch einmal zu wiederholen, dass es sich bei der Regierung Arbenz um eine von Moskau gesteuerte kommunistische Regierung gehandelt hätte. Den beiden anwesenden guatemaltekischen Regierungsmitgliedern wurde bei diesem Fernsehauftritt die Rolle der braven Kopfnicker zugewiesen. Also, die CIA hat in Guatemala ein großes Blutvergießen und großen Schaden angerichtet. Das dauert bis heute an. Damals begann das Leiden Guatemalas. Man muss mit unserem Kongress zusammenarbeiten, um etwas zu verändern. Alles, was in Lateinamerika oder an irgendeinem anderen Platz in der Welt passiert, hat seinen Ausgangspunkt im Kongress. Ich frage unsere Abgeordneten, ob sie wirklich dafür sind, dass jemand, den sie gar nicht kennen, gefoltert, ins Gefängnis geworfen oder getötet wird. Ich glaube, dass die meisten nicht für so etwas sind. Und ich kann sehr überzeugend sein, wenn man mich reden lässt. Ich denke, dass ich viele Probleme auf mich genommen und nichts unversucht gelassen habe, um, wie ich es nennen würde, dieses Monster zu bekämpfen. Ich kann dadurch, dass ich bei der CIA gewesen bin, mehr beitragen, als wenn ich nie Mitglied geworden wäre. Ich kann nichts rückgängig machen, aber vielleicht kann ich dadurch, dass ich die CIA transparenter mache, ein wenig wieder gut machen.
perhaps in some small way will help pay that debt. Für die CIA, in der Loyalität und Geheimhaltung einen zentralen Stellenwert einnehmen, war es sehr schwierig, mit den öffentlichen Geständnissen ihrer ehemaligen Agenten zu Rande zu kommen. Als aber immer häufiger Fehler und Betrügereien der CIA ans Tageslicht kamen, fanden auch immer mehr Agenten den Mut, über ihre Arbeit zu reden. Einige von uns haben diese Vereinigung von früheren CIA-Agenten ins Leben gerufen. Es ist uns sehr ernst damit, denn wir sind der Meinung, dass man uns aufgrund unserer Erfahrungen einen gewissen Einfluss auf den Kongress und die Regierung einräumen sollte. Frank Church, der Vorsitzende des letzten Untersuchungsausschusses über nachrichtendienstliche Tätigkeiten, kam zu folgendem Schluss. Verdeckte Operationen sind nichts anderes als ein Euphemismus für Erpressung, Sabotage, Mord oder was immer die Vereinigten Staaten anwenden, um anderen Ländern ihre Politik aufzuzwingen.